Finale in der Europa League, für die Eintracht ein spezielles Spiel, für die Rangers ein spezielles Spiel. Peter, wir schauen schon seit ein paar Tagen auf die Vorbereitung. Wie ist deine Einschätzung? Was glaubst du, was könnte für die Eintracht drin sein im ersten Endspiel in Europa nach 42 Jahren? Ja, drin ist auf jeden Fall die Champions League. Für mich ist die Eintracht nicht Favorit, aber auch nicht Außenseiter. Es ist ein absolutes 50-50-Spiel. Es sind zwei vergleichbare Mannschaften, die sehr kompakt sind, sehr physisch, taktisch sehr geschickt. Da würde ich sogar sagen, dass die Eintracht taktisch ein paar kleine Vorteile hat. Und wenn die sie so auf die Reihe kriegen wie gegen West Ham und wie gegen Barcelona, dann wird es sehr, sehr schwer werden für die Rangers, Lösungen zu finden. Nur der Ball springt manchmal nicht so, wie er soll. Wir erinnern uns alle an den Platzverweis von West Ham nach ein paar Minuten. Solche Dinge können natürlich auch der Eintracht passieren. Aber wenn es normal läuft, hat die Eintracht eine sehr, sehr gute Chance. Das Spiel ist das eine, die Fans sind das andere. Das ist wirklich ein Aufkommen, soll es sein, von weit über 100.000 Leuten, die hier erwartet werden, mit Anreisen quer durch Afrika, von Toronto. Aber Marc, wie hast du bisher die Fans hier erlebt? Bislang habe ich noch nicht so viele gesehen, muss ich ehrlich sagen. Wir sind natürlich jetzt auch erst knapp 2 Stunden hier. Und nach allem, was man so auf der Straße sieht, haben die Rangers-Fans noch so leicht die Oberhand. Es wird auch damit gerechnet, dass knapp 80.000 aus Schottland kommen, 80.000 Rangers-Fans. Die Eintracht in Anführungszeichen nur mit 50.000. 10.000 von jeder Seite werden ins Stadion kommen, das hat die UEFA so zugeteilt. Also wenn man eins gemerkt hat, die Power, die die Eintracht in der Europa League auf den Platz bringt, hat auch viel damit zu tun. Von Rangers! Hat auch viel damit zu tun, was die Fans... Okay, also ihr seht, die Stimmung ist gut, passend zum Wetter und es wird natürlich auch auf die Fans ankommen. Axel Hellmann, der Vorstandssprecher, hat gesagt, wenn wir die Wucht auf den Platz bekommen wollen, wie in den bisherigen Spielen, brauchen wir die Wucht von den Tribünen und die Wucht, das weiß man spätestens seit dem Auftritt in Barcelona, die kann spektakulär sein. Also schön, dass ihr gerade auch alle den ersten Fan gesehen habt. Und, ich find, schottische Fans. Das war ein schottischer Fan, sah aus wie ein Holländer, ist aber ein Schotte. Und das macht mich so optimistisch auch für morgen, dass es eine ganz tolle Atmosphäre wird, weil so freundlich, so nett, so offen, das wäre ein wirklich würdiger Rahmen für dieses Finale. Lass uns noch einen Satz verlieren. Oliver Glasner, der Trainer, für ihn auch ein Karriere-Highlight. Du hast ein Interview geführt in der FAZ mit Niko Kovac, dem Trainer, der die Mannschaft 2018 zum Pokalsieg gegen die Bayern gecoacht hat. Was hat Niko gesagt? Was glaubt er? Auf was kommt es an? Was muss der Trainer Besonderes machen? Das ist witzig eigentlich, er muss genau das machen, was er tut. Niko Kovac sagte, der größte Fehler, den man machen könnte, wäre zu denken, etwas Besonderes zu machen vor dem Finale. Die Abläufe wären bekannt, alle Abläufe, alles hat bisher gestimmt, gerade gegen West Ham, gerade gegen Barcelona. Er sollte nichts tun. Und genau das hat ja auch Glasner getan. Auch ein bisschen zum Ärger der UEFA, dass er das Abschlusstraining wie gewöhnlich in Frankfurt gemacht hat und nicht hier in Sevilla. Für Niko Kovac ist die Eintracht sogar ein leichter Favorit, weil er sagt, dass viele britische Mannschaften die Wucht oder die Klasse, die sie haben, auswärts, außerhalb der Insel nicht so richtig generieren und auf den Platz bringen können. Und das ist auch meine Meinung. Das am meisten spricht für die Eintracht, dass sie bewiesen hat, sie kann, wenn es drauf ankommt. Wir sagen für den Augenblick Danke. Wir werden uns in den nächsten Tagen noch öfter melden. Das war's für heute. Ja, Marc, hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Merci.